Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, mein Name ist Matthias Scheringer. Bei meiner vorgeschlagenen weltweiten gemeinnützigen organisierten Währung, die den Namen des Rufes nach Freiheit im Iran trägt, Yin Yiyan Azadi, habe ich natürlich auch die Wechselkurse zu den, ich glaube, 160 offiziellen Währungen berechnet. Und ich habe mir gedacht, das teile ich immer wieder in zwei Buchstaben auf, also die Gruppierungen immer alphabetisch, zum Beispiel Buchstaben A und B, C und D, E und F und so weiter. Und jetzt geht es mit den Buchstaben C und D weiter. Also beziehungsweise jede dieser offiziellen Währungen hat einen dreistelligen Buchstabencode. Und da geht es jetzt zum CAD weiter, das ist der kanadische Dollar in Kanada. Und der hatte einen Wechselkurs zum, also ich habe vergangene Woche oder ich glaube am Wochenende vorgestern und gestern die ganzen Wechselkurse gegoogelt. Und der kanadische Dollar hatte einen Wechselkurs von 1,67 Euro. Da bin ich dann, also ich habe einen Wechselkurs zum Euro ausgerechnet für den Yin Yiyan Azadi und da bin ich auf 25 Euro gekommen. Und das macht dann einen Yin Yiyan Azadi mit einem Wechselkurs von 16,25 CAD oder kanadische Dollar. Dann gibt's in der Demokratischen Republik Kongo den kongolesischen Franc, der hat die Abkürzung CDF mit einem Wechselkurs von 1,00044 Euro. Und da bin ich dann beim Berechnen auf einem Wechselkurs zum Yin Yan, also die von 0,011 CDF gekommen. Dann die nächste Währung ist der Schweizer Franken mit CHF mit der Abkürzung. Mit dem bezahlt man in Liechtenstein und in der Schweiz. Und der hat einen Wechselkurs von 1 Euro. Ein Schweizer Franken hat einen Wert von 1 Euro. Und das macht er natürlich einen Wechselkurs. Da habe ich mich vertan. Ein Yin Yan Azadi hat sind 100 Schweizer Franken. Und auf den Cook-Inseln gibt es den Cook-Dollar. Der hat die Abkürzung CKD. Und der hatte einen Wechselkurs zum Euro mit 0,58 Euro. Und das macht dann Yin Yan Azadi hat einen Wechselkurs von 14,5 CKD oder Cook-Dollar. Die nächste Währung ist der chilenische Peso in Chile, in Südamerika. Der hat die Abkürzung CLP und der hat einen Wechselkurs von 0,0011 Euro. Da bin ich dann beim Berechnen des Wechselkurses zum Yin Yan Azadi auf 0,0275 CLP oder chilenische Peso. Die nächste Währung ist Renminbi Yuan in China und der hat die Abkürzung CNY. Y und der hatte einen Wechselkurs von 0,13 Euro. Das macht dann einen Wechselkurs zum Yin Yan Azadi mit 3,25 CNY. Die nächste Währung ist der kolumbianische Peso mit der Abkürzung COP in Kolumbien. Und der hatte einen Wechselkurs zum Euro mit 0,0002 Euro. Da bin ich dann auf einen Wechselkurs zum Yin
Jan Asadi auf 0,005 COP oder kolumbianische Peso gekommen. Dann Costa Rica hat die Währung Colón mit der Abkürzung CRC und der hat einen Wechselkurs mit 0,0017 Euro. Und beim Berechnen des Wechselkurses zum Yin Yang, also die bin ich, hatte praktisch ein Yin Yang, also die einen Wert von 0,0425 CRC. Ja, und mit der Abkürzung CUP gibt es den kubanischen Peso in Kuba. Und der hatte einen Wechselkurs von 0,038 Euro. Und ich bin beim Berechnen des Wechselkurses zum Yin Yan Asadi auf einen Wechselkurs von 0,95 COP gekommen. Dann auf den Kapverdischen Inseln gibt es den Kapverdischen Escudo mit der Abkürzung CVE. Und 1 Euro sind 110,23 CVE oder Kapverdische Escudo. Und das macht dann einen Wechselkurs zum Yin Yan Asadi mit 2755,75 CVE oder Kapverdische Escudo. Ja, die nächste in der Reihe ist die tschechische Krone in Tschechien mit der Abkürzung CZK und 1 Euro sind 23,51 tschechische Kronen oder CZK. Und da bin ich dann auf einem Wechselkurs zum Yin Yan Asadi auf 587,75 CZK gekommen. Die nächste Währung, also jetzt geht es weiter mit dem Buchstaben D. Also der Buchstabe C ist jetzt abgeschlossen. Der Djibouti-Franc in Djibouti in Afrika mit der Abkürzung DJF und der hatte einen Wechselkurs zum Euro, also 1 Euro waren 194,41 DJF. Und beim Wechselkurs berechnen zum Yin Yan, also die bin ich auf 4860,25 DJF gekommen. Die nächste Währung ist die dänische Krone mit einem Wechselkurs von 7,51 dänische Kronen, also praktisch 1 Euro. Und die dänische Krone hat die Abkürzung DKK und die gibt es in Grönland und in Dänemark. Ja, es sind, Grönland hat zwar eine eigene Regierung, aber zählt man politisch zu Dänemark. Grönland ist kein EU-Mitgliedstaat, ja. Wie das genau abläuft, weiß ich jetzt auch nicht, da der Sonderstatus, ja. Beim Wechselkurs berechnet zum Yin Yan Asadi bin ich auf einem Wechselkurs von 187,75 DKK oder dänische Kronen gekommen. Dann in der Dominikanischen Republik in der Karibik gibt es den dominikanischen Peso mit der Abkürzung DOP. Und der hatte einen Wechselkurs zum Euro mit, also 1 Euro sind 59,97 DOP oder dominikanische Peso. Und da bin ich dann. Und beim Wechselkurs berechnen bin ich für einen Yin Yang, also die auf einem Wechselkurs von 1499, ein Viertel. DOP oder dominikanische Peso gekommen. Ja. Und jetzt die letzte Währung ist der
Algerische Dinar in Nordafrika in Algerien. Der hat die Abkürzung DZD. Und 1 Euro sind 148,12 algerische Dinare oder DZD. Da bin ich dann beim Wechselkurs mit dem Yin-Yan Asadi auf einen Wechselkurs gekommen. Also ein Yin-Yan Asadi oder JJA sind 3703 DZD oder algerische Dinare. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen.